es ist tatsächlich gedacht, wenn man den Film gesehen hat, es geht halt die ganze Zeit um Loch. Das heißt, man hat diesen kreisrunden Buchstaben O. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich ihn Null oder sowas nenne. Ist ja auch eine kreisrunde Form. Aber O war ästhetisch immer passender. Und im Originaldrehbuch war der einzige Dialog, den es gab, das ist ja ein Film, der komplett ohne Dialog ausgeht, dieses innere Wesen, was man sieht, ohne jetzt hoffentlich zu viel zu spoilern, was dann O an einer Stelle sagt. Und von daher, dadurch war dann klar, dass das O der Titel auch sein muss für unseren Kurzfilm. Ich bin Dominik Balko, Regisseur aus Berlin. Ich mache den Beruf seit 13 Jahren etwa, hauptberuflich über viele, viele Jahre im Musikbereich tätig, im Musikvideobereich. Unzählige Musikvideos gedreht, diverse Konzertfilme und diese Sachen. Und so in den letzten 4, 5 Jahren ist der Fokus immer mehr auf die Arbeit mit Schauspielern. Ich habe eine Schauspielgruppe. Ja, und einfach, dass ich mit Schauspielern Geschichten erzählen will und mich immer mehr vom Musikvideo entferne und immer mehr zum narrativen Filme, Geschichten erzählen hingehe. Ja, Florian Müller, auch Autor und Regisseur aus Berlin, habe jetzt auch mein Debüt Kurzfilm kurz vor O abgedreht gehabt und bin ein bisschen später zu Dominiks Film hinzugestoßen, der mich von Anfang an als Regieassistent haben wollte, weil wir gefühlt die letzten Jahre eine sehr gute Arbeitschemie entwickelt haben und sehr viel zusammenarbeiten und uns unsere Skripte teilen und gegenseitig unterstützen und so. Ich sage immer so als Einsatzpitch, O ist ein Kurzfilm über den Horror von Abhängigkeit. Das fasst es so von der Thematik zusammen und im Film selber geht es um eine Frau, die auf dem Weg zur Arbeit ein Loch in der Wand entdeckt, davon wie magisch angezogen wird und an nichts anderes mehr denken kann und all ihre Gedanken quasi von diesem, schwarzen Loch verschlungen werden und ja, was passiert, wenn plötzlich dieses Loch dann auf einmal weg ist. Genau, es geht um Begehren, es geht um Abhängigkeit, es geht... Mir war es wichtig, wenn man diesem Gefühl einen Film gibt und ein Thema gibt, dass es halt jetzt nicht nur um den Junkie unter der Brücke mit der Spritze im Arm geht. Dazu gibt es total faszinierende, spannende Filme, ist super, aber das wollte ich nicht machen. Ich wollte, dass jegliche Form von Abhängigkeit, von Begehren irgendwie eine Projektionsfläche hat, sei es Spielsucht, sei es Sexsucht, sei es Computerspiele, sei es Drogen jeglicher Art, Alkoholismus und was es da alles für verschiedene Facetten gibt oder auch ganz kleine Süchte, die man irgendwie persönlich hat, wenn man unbedingt jetzt was Bestimmtes essen will und einfach an nichts anderes mehr denken kann. Das ist so ein Gefühl, was die meisten Leute kennen, nicht alle so intensiv natürlich wie Abhängige, aber was ich unbedingt halt verfilmen wollte. Von daher ist tatsächlich deine Interpretation, dass zuerst ein Gefühl da war und darum sich dann der Film gebildet hat, auf jeden Fall richtig, ja. Normalerweise überarbeite ich Filme oder Bücher immer sehr, sehr viel. Wenn ich eine Geschichte schreibe, ist die erste Version noch sehr, sehr roh. Das war einer der Filme, wo ich gemerkt habe, dass ich die erste Version schon sehr vielen Leuten einfach zum Lesen gebe, weil ich sehr selbstsicher mit war und das Gefühl hatte, okay, das ist was Besonderes, das ist was sehr, sehr Interessantes. Und auch die ersten Reaktionen, die dann sofort kamen, waren so, wow, da bist du an was dran. Natürlich muss es noch überarbeitet werden. Das ist auf jeden Fall was funktioniert. Das heißt, es stand schon relativ früh sehr viel fest. Es gibt so eine innere Welt, die hat sich sehr stark verändert im Laufe der Entwicklung. Aber das Äußere, was die Frau da vor dem Loch in der Wand erlebt, das stand eigentlich fast schon in der ersten Drehbuchversion fest. Es war in meinem Kopf immer ein Schwarz-Weiß-Film. Meine Kamerafrau hat mich ganz am Anfang in der Planung einmal gefragt, warum Schwarz-Weiß? Und ich meine, ich kann es dir nicht sagen. Und sie, alles klar, aber ich verstehe es und ich würde ihn auch in Schwarz-Weiß machen. Das macht total Sinn. Das heißt, das konnte ich bis heute nie genau benennen, was da der Grund war. Vielleicht auch da, um wenig Ablenkendes zu haben und diesen Fokus genau auf diese toxische Wechselwirkung zwischen dem Loch und der Protagonistin und ihrem Grinsen zu haben. Und irgendwie hat das was, finde ich, noch Befremdlicheres. Wir haben den ja da haben wir auch länger drüber nachgedacht, ob wir ihn direkt in Schwarz-Weiß drehen. Das geht ja mit Digitalkameras durchaus, dass man die in Schwarz-Weiß einstellt. Wir haben uns aber sogar entschieden, ihn in Farbe zu drehen und ihn dann in der Postproduktion erst in Schwarz-Weiß einzufärben. Das heißt, ich habe die Bilder sogar mal in Farbe gesehen, aber es gab zu keinem Zeitpunkt irgendwie die Idee, oh, den müssten wir jetzt in Farbe machen oder das Blut sollte man an der Stelle dann unbedingt in Rot sehen, so Sin City-Style oder sowas. Das war immer klar, dass der klassisch pur Schwarz-Weiß wird und einfach hyperstilisiert diesem Gefühl Ausdruck
geben soll. Das ist tatsächlich sehr, sehr gut. Stimmt, das war auch noch ein Unterschied. Im allerersten Drehbuch gab es noch diverse Handys. Also da sind dann die Passanten so wie Zombies mit Handys in der Hand und sie wird nicht von jemandem angerempelt. Sorry für die Leute, die den Film jetzt noch nicht gesehen haben. Sondern ihr Handy klingelt und sie wird so aus diesem Begehren-Moment herausgerissen. Und das wurde alles nach und nach dann eigentlich in einer sehr, sehr tollen Präproduktion, in einer sehr durchdachten Präproduktion mit meinem Team, wo wir gemeinschaftlich alle möglichen Details halt wirklich seziert haben, dann wurden all diese Handys und all diese temporären, gegenwärtigen Sachen eigentlich rausgestrichen, und um es auch unter anderem zeitloser zu machen. Auch die Location war halt ein Traum, gerade dieses Außenset, um halt wirklich so ein zeitloses, man kann es nicht einordnen, in welchem Jahrzehnt, Jahrhundert oder wann der genau spielt, ja. Wir haben tatsächlich fast parallel zu O zusammen auch einen Langfilm gedreht, also in derselben Konstellation, ich als Regisseur, als Regieassistent und Aufnahmeleiter. Der heißt Aphasie, der ist wirklich 2 Wochen oder 3 Wochen später hatten wir Drehstart, nachdem wir O abgedreht haben. Deswegen sind wir jetzt mit O auf Festivals. Aphasie braucht noch so 2 Monate etwa in der Postproduktion, bis wir da den Festival Run starten. Von daher ja, genau, also da gibt es jetzt dann im Laufe des Jahres dieses andere Projekt, was dann zumindest von der Länge her eine Nummer größer ist, ja. Ich hatte gestern mit Leuten dann nach dem Kurzfilmblog tatsächlich das Gespräch, was für mich Kurzfilme immer besonders macht, wenn es nicht nur, wie du es auch schon gesagt hast, ein Langfilm in 15 Minuten erzählt ist, mit Anfang, Mitte, Ende und unsere Heldin oder unser Held erlebt eine Reise und ein Abenteuer, was quasi nur so ein Pitch-Video für eigentlich einen Langfilm ist, den der oder die Regisseurin machen wollte, sondern wenn ein Kurzfilm an sich, so wie es diese Lager, Kurzfilme haben sowas, finde ich, so von Lagerfeuergeschichten, so diese kleine Anekdote, die man sich als Kinder in der Schule, jetzt gerade im Horrorbereich, dann erzählt. Da gab es gestern ja auch diesen einen Kurzfilm mit der Frau, ich weiß leider nicht mehr, wie der heißt, die Frau, die da an dem Bein dran hing, diese alte Dame. Das war wie so eine urbane Legende, einfach so eine Geschichte, die man sich erzählt über Jahrhunderte, Jahrzehnte und einfach so, oder ein Witz oder ähnliches. Also in dem Bereich sehe ich immer Kurzfilme am liebsten, die wirklich dieses Medium embracen und eine Geschichte erzählen, die in Langform gar nicht möglich gewesen wäre, statt einfach nur, weil sie wenig Geld haben, ihre Langfilmideen zu versuchen, in 10, 15 Minuten zu erzählen. Wie siehst du es? Ich denke, ein weiterer Vorteil ist, und was auch die Stärke von O ist, was ich von Anfang an auch, als ich das Skript das erste Mal in der Hand hatte, was mich so fasziniert hat, wo ich gesagt habe, ich will unbedingt dabei sein, die Stärke von Kurzfilm ist, dass man sich so sehr auf ein Gefühl oder eine Situation halt fokussieren kann. Und das sehe ich auch genauso. O funktioniert genauso als der Kurzfilm, der er ist, in der Länge perfekt und ist genau über die 15 Minuten so unangenehm. Und ich denke, daraus einen Langfilm zu machen, wäre sehr, sehr schwer, weil das ist die Stärke des Mediums, einfach zu sagen, okay, wir nehmen ein Gefühl und holen den Zuschauer innerhalb kürzester Zeit in dieses Gefühl rein und können ihn aber auch nach einer Viertelstunde wieder entlassen, sozusagen. Und auch als Langfilm stelle ich mir sehr, sehr schwer vor, irgendwie nicht zu reden und so. Also das funktioniert genau so. Plus, ich denke, auch Kurzfilme haben die haben eine gewisse mehr Spielfreiheit irgendwo, weil sie halt nicht wie oft Langfilme an gewisse Strukturen, Erzählweisen gebunden sind, sondern da freier, kreativer sein können. Und von daher lädt es auch ein, zu so experimentierfreudigen Filmen wie O halt, sich da auch mehr auszutoben. Ja. Viel, viel experimenteller und experimentierfreudiger, ja, absolut. Ja, ja. Ja. Aphasie ist im Kern auf jeden Fall ein Beziehungsdrama. Wir haben Okkulte, wir haben surreale Momente, aber er schrammt so an der Genrekante entlang. Also der ist nicht so krass Hardcore-Genre, wie es vielleicht O ist, oder einfach die meisten Sachen, die hier auf dem Hardline laufen. Da schlagen bei mir in der Brust immer 2 Herzen. Ich bin ein riesen Genre-Fan, auch speziell Horror, aber insgesamt einfach Genrefilme finde ich großartig.
Aber ich habe auch eine große Passion für ich nenne die immer, da gibt es nicht so einen richtigen Genre für, aber es geschah in einem Sommerfilme, sowas wie Lolita, Call Me By Your Name, passiert es oder passiert es nicht, Leute sind irgendwie in einer spanischen oder italienischen Toskana oder was auch ich, in einem Haus und wird da etwas passieren und diese Konflikte zwischen den Menschen und die Beziehungskriseln und das war sozusagen, was ich dann in Aphasie ausleben konnte. Geplant als nächstes ist tatsächlich ein Genre-Langfilm, wo wir jetzt so in ersten Zügen der Präproduktion sind, unter dem schon seit Jahren unter dem Arbeitstitel Lust oder Last. Das ist die Hoffnung, dann als zweiten Spielfilm den anzugehen und der ist dann wirklich ein doch sehr reinrassiger Genrefilm. Ist wahrscheinlich, was immer O für ein Genre hat, nicht unähnlich. Also da arbeiten wir mit Horrorelementen. Ich liebe immer so, jetzt weiß ich das Genre. Auch, glaube ich, von einem Deutschen geprägt der Begriff. Ich weiß gerade den Namen nicht mehr. Es wird ein Dark Drama. Also sprich, denkt an Black Swan, denkt an Fight Club, denkt an Neon Demon, solche Filme, wo wir halt einfach erstmal auch wieder ein dramatisches Kernsetup haben, was beginnt und dann driften wir immer mehr ins Surreale ab. Eine Sache, die mich durch fast alle Stoffe interessiert, was auch in Aphasie vorkommt, was auch in weiteren Stoffen vorkommt, ist den deutschen Begriff dafür, unreliable narrator, also einen Erzähler oder eine Erzählerin, der wir als Zuschauer nicht ganz vertrauen können. Und um aus dem Genre raus ein Beispiel zu geben, Fabelhafte Welt der Amelie, das ist halt sozusagen so eine Fantasiewelt, wo einfach irgendwas, Pans Labyrinth, findet es gerade wirklich statt oder nicht? Und das finde ich wahnsinnig spannend. Ich will nicht dokumentarisch, es sei denn, ich drehe eine Dokumentation, ich will nicht dokumentarisch irgendwie einen Ist-Zustand abbilden, sondern ich will die Wunder und den Zauber vom Kino halt nutzen, um die Gefühle von den Protagonistinnen und Protagonisten halt irgendwie rüberzubringen. Und das ist das, was mich in allen Filmen fesselt, egal wie sehr sie Genre sind oder nicht, die ich selber mache zumindest. In Aphasie geht es um Trauma, geht es um nicht in der Lage sein, sagt ja auch schon der Titel, über Sachen zu reden und wie Therapie für die eigenen Zwecke missbraucht werden kann. Das sind so diese drei Kernthemen, die wir in Aphasie behandeln. Und auch wenn er von der Inszenierung und von der Arbeit her sehr anders sein wird als O, habe ich von Kollegen, bisher habe ich natürlich nur so interne Test-Screenings und so weiter gemacht, habe ich mehrmals gehört, dass sie totalen Zusammenhang sehen. Geht mir nicht so, aber ich bin einfach noch zu befangen. Aber das habe ich jetzt schon mehrmals reflektiert gehört, dass vollen Dominik Balko-Film und ich sehe total die Connection zwischen O und Aphasie. Ich weiß nicht, wie es dir geht, vor allem raufgucken. Ich denke auch, wie gesagt, arbeitstechnisch ganz anderes Herangehensweise. O war sehr strukturiert, sehr präzise geplant und Aphasie war ein improvisierter Langfilm. Also es gab ein grobes Skript, was wir aber auch nach der Hälfte der Drehzeit über den Haufen geworfen haben und ein komplett neues Ende geschrieben haben. Und da ging es wirklich um Beziehungen zwischen den Charakteren und ganz viel Emotionen und Konflikte, die nicht aufgelöst werden können, die sich aufstauen. Und da auch der Fokus sehr stark auf Beziehungen und auf Emotionen. Und das ist, denke ich, die Parallele zwischen O und Aphasie dann. Ja. Stimmt, ja. Also es geht nicht, ja. Die Geschichte erzählt sich rein aus diesen Emotionen halt heraus. Ich würde wahrscheinlich auch nicht Nein sagen, wenn es sich ergibt, mal einen B-Backwood-Slasher zu machen und einfach mal das Blut spritzen zu lassen und einfach nur Partyfilm und Spaß zu haben, fände ich, glaube ich, auch sehr spannend. Aber das tatsächlich als großer Spielfilm wäre jetzt nicht etwas, was ich aktiv verfolgen würde, sondern ich möchte gerne in der Zeit, weil ein Film ist einfach immer eine Riesenaufgabe, sowohl kurz als auch vor allem ein Langfilm. Da gehen Jahre des Lebens für drauf und das sind dann irgendwo immer Filme, wo ich das Gefühl habe, dass ich gerne was dalassen will oder was weitergeht. Das klingt jetzt sehr hochgestochen, aber wo zumindest die Intention da ist, ein bisschen mehr zu bieten. Ja. Und all meine Geschichten kommen immer, also es sind andere Gefühle, aber es kommen immer von Gefühlen und Emotionen, die man in sich hat und die ich irgendwo, wofür die ich Bilder, Figuren oder Geschichten finde. Also so entwickeln sich die meisten Geschichten bei mir, dass zuerst dieses Gefühl da ist und sich dann immer mehr und mehr die Geschichte drumherum eigentlich bildet.